Gemeinsam mit der BMW haben wir für Connected Drive Applikationen eine erfolgreiche DevOps-Transformation gemeistert. Wir haben agile Entwicklung und Operations in ein komplettes Full-DevOps-Modell überführt. Das Hauptaugenmerk der BMW und von uns lag dabei auf der Steigerung der Endkundenbegeisterung. Neue Features, neue Wünsche des Kunden möglichst schnell ins Auto bringen und bei Störungen diese möglichst schnell beheben. Nehmen wir das Beispiel einer Kundin, die den Open Air Timer in Kombination mit der Weather App im BMW Mini nutzt. Genau, und sie hat eine Challenge mit ihren Freunden am Laufen. Sie nutzen den Open Air Timer, um zu ermitteln, wer die längste Zeit mit offenem Verdeck fährt. Die Always Open Challenge. Es taucht ein Problem bei unserer Kundin auf. Die Weather App funktioniert nicht wie erwartet. Ihr Sieg ist in Gefahr, weil sie nicht mehr offen fahren kann. Und mit diesem Incident meldet sie sich bei BMW Service. So einen Fehler zu analysieren und anschließend zu beheben, hätte früher sehr viel länger gedauert. Und hier können wir durch unsere DevOps-Prozesse deutlich schneller unsere Kunden durch unsere Agilität, unseren Service begeistern. Mit der DevOps-Transformation ging natürlich auch ein Kulturwandel und ein Mindset-Change einher. Das Team musste sich darauf einlassen. Die Zusammenarbeit dadurch wurde auch viel effizienter. Wir konnten schneller auf Änderungen eingehen und somit waren wir auch erfolgreicher. Nur mit DevOps ist es möglich, Business-Anforderungen, Betrieb und Entwicklung zusammenzubringen. Ja, we build it, we run it. Wir bei BMW haben uns vor einiger Zeit schon für die Zusammenfassung von Entwicklung und Betrieb von Software entschlossen. Und die NTT Data hat uns hierfür ein interkulturelles und interkontinentales DevOps-Team zur Verfügung gestellt, mit dem wir zusammenarbeiten. BMW und wir haben es gemeinsam geschafft, in kürzester Zeit ein DevOps-Delivery-Modell zu designen und dann auch umzusetzen. Circa 20 Mitarbeiter arbeiten jetzt zusammen in der agilen Entwicklung auf Basis von Scrum und für Operations auch natürlich auf Basis von ITIL. BMW und die NTT Data arbeiten als ein Team, unser Schlüssel zum Erfolg. We have tackled everything. Development, Incident Management, Service Management, Knowledge Management, Release Management, as well as the Continuity Management. Und die Endkundenperspektive hat uns immer geholfen, schnell auf den Punkt zu kommen. Bleiben wir bei der Weather App. Sobald diese Incidents in unser System erfasst wird, wird er analysiert und so bald wie möglich gelöst. Unser Ziel jetzt, wir wollen der Kundin schnellstmöglich helfen, das Problem lösen, Update erstellen und dann ausrollen. Dann wandert der Incident durch einen standardisierten DevOps-Service-Prozess durch die Teams. Und das besonders Tolle dabei ist, dass wir nicht mehr wie früher zu verschiedenen Stellen gehen müssen, sondern in einem Team die gesamte Kompetenz haben. Und am Ende wird das Ganze dann von den DevOps-Entwicklern konkret im Code umgesetzt, getestet, eventuell angepasst, mit Testfahrzeugen abgesichert und dann auf Produktion ausgerollt. Wir haben unser Ziel erreicht: schnelle, effiziente und stabile Entwicklung. Unser neues DevOps-Delivery-Modell hat zu deutlich mehr Qualität und Stabilität geführt.